Das Wichtigste habe ich natürlich vergessen. Knoblauch, extra Tipp aus China. Ihr müsst jeden Morgen 5-10 Knoblauch essen. Jeden Morgen um 8. 大家好，我是 Toby。离我们很近的地方也出现了病例，按照这个情况，可能德国也会扩散起来。我觉得作为个人，现在尽量少出门，不要去人多的地方，是我觉得个人能做的最大的努力。德国官方也呼吁大家，应该对疫情扩散做好准备。我在网上找到了一个Ratgeber für Notfallversorgung. 我准备买一些吃的和用的，但是这个 list 比较 official。如果你们有什么经验，什么东西很重要，必须买的，就可以告诉我。要几包？一包就可以了。你要擦多久啊？如果新冠状病毒来了，我们应该也需要很多的葡萄酒，是不是？不是，卫生纸很重要。宝贝，一天要几卷？还要厨房纸、5公斤面、我炒菜、宽油，还要面粉，还要巧克力、面、纯牛奶、西红柿酱、三罐玉米、苹果慕斯、烟，还有蘑菇。哇，你们看一下，这么多的东西，是不是？其实并不多。Das sieht zwar nach viel aus, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn ihr leer aufsteht oder zu Bett geht, dann trinkt ihr 200 Milliliter Milch. Das heißt, die Milch hält vielleicht eine Woche oder so. Dann haben wir jetzt ungefähr 11-12 Kilo Nudeln. Aber man muss auch bedenken, wir sind hier 4 Personen, 2 Erwachsene und ihr leer ist eh ein kleiner Fresssack. Für eine Mahlzeit brauchen wir bestimmt 500 Gramm. Das heißt, wenn wir 2-mal am Tag Nudeln essen, 1 Kilo pro Tag, dann halten die Nudeln auch nur 2 Wochen.Und große Packung ist immer günstiger. Für die Nudeln haben wir dann hier so Tomatendosen, ein bisschen Pilze, Pfifferlinge und so weiter. Einfach um immer eine leckere Soße zu den Nudeln zu haben. Also das heißt pro Mahlzeit eine Dose, wir haben 14 Dosen, ungefähr 2 Wochen kommen wir damit hin. Wei sheng zhi zui zhong yao de. Klopapier ist am wichtigsten. Wir haben hier 24 Rollen. Meine Frau braucht an einem Tag eine Rolle. Also können wir hier mit zwei Kochen überlegen. Sie alleine braucht eine Rolle.Am allerwichtigsten sind uns natürlich unsere Kinder. So ein Park hält bei uns ungefähr 2 Wochen. Das unterschätzt man echt, wenn man keine Kinder hat, unterschätzt man eigentlich, wie viel Müll die eigentlich produzieren. Dann habe ich natürlich noch Katzenfutter gekauft für unsere Kiddies. Also ich sag mal, in einer Woche essen die 2 Pakete schon gut weg. Die essen echt eigentlich viel. Und das Katzenfutter war sowieso leer, deswegen habe ich einfach ein bisschen mehr gekauft. Ah, wo waren die Sugar?这个在中国没有吧，但是在国外很流行，很多人会吃这种冷冻菜。 So, das ist unser Einkauf. Wir wollen einfach die Frequenz, mit der wir zum Einkaufen gehen müssen, ein bisschen reduzieren, ein bisschen weniger einkaufen gehen. Und so können wir die nächsten 2 Wochen einfach mal zu Hause bleiben. China ist in dieser Krise natürlich schon viel weiter wie wir. Wir haben gesehen und wir müssen aus China einfach lernen. Wir haben gesehen, dass es Sinn macht, jetzt ein bisschen zu Hause zu bleiben.Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden, sich einfach selbst ein bisschen isolieren und die Sache einfach auszusitzen. Ganz wichtig jetzt, Hygiene, Hände waschen, Desinfektionsmittel und draußen ganz wichtig, Mundschutz tragen, nicht nur um sich selbst, sondern auch um die anderen Menschen zu schützen. Kann auch sein, man hat noch gar keine Symptome, aber ist schon infiziert. Deswegen haben wir alle dadurch einen gewissen Mehrwert, einen gewissen Schutz einfach. Wie ein Herdenschutz.Die Lage ist momentan noch sehr unklar. Wir stehen gerade ganz am Anfang. Wir hatten gestern jetzt 38 Infizierte in Deutschland und wir hoffen einfach, dass die Sache glimpflich vorbeigeht und schnell vorbei ist einfach. 中国的朋友们，你们觉得还有没有什么很重要的东西，但是忘了买的，可以留言给我，或者你们还有没有什么好的经验，也可以告诉我。Das Wichtigste habe ich natürlich vergessen.Knoblauch, extra Tipp aus China. Ihr müsst jeden Morgen 5-10 Knoblauch essen. Jeden Morgen um 8. Das hilft zwar nicht gegen das Virus, aber alle halten Abstand für euch. Guten Appetit!